Kanada und die Formel 1 sind wirklich ineinander verliebt. Die Tribünen sind immer bis auf den letzten Platz besetzt. Es ist ein Land, das uns Gilles und Jacques Villeneuve und die nervenaufreibenden Rennen von 79, 98 und 2011 brachte. Hier lieben sie den Rennsport und wir lieben es, hierher zu kommen. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der zu zwei Dritteln mit Vollgas gefahren wird, werden wir Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp 340 km/h sehen. Hochgeschwindigkeitsschikanen und vor allem die berüchtigte Wall of Champions sorgen potenziell für Gefahr. Außerdem muss beim Überholen in der Haarnadelkurve und in der Zielschikane höllisch aufgepasst werden. Mein Co-Kommentator für das heutige Rennen ist Stefan Römer. Reden wir über Richter. Sie haben neulich ein Interview mit einer nicht sehr positiven Beurteilung der Leistung des Teams gegeben. Wie ist deine Meinung dazu? Jeder, der das Team aktuell in der Öffentlichkeit kritisiert, tut ihm damit keinen Gefallen. Klar, manchmal brauchen Leute einen Tritt in den Hintern, aber sehr viel öfter geht es darum, jemanden zu haben, der einen unterstützt und ermutigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich mit derartigen Bemerkungen besonders viele Freunde in der Werkstatt gemacht haben. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Perez, Verstappen, Sebastian Vettel und Gasly, Bottas, Leclerc, Magnussen und Kimi Räikkönen, Norris, Weber, Daniel Ricciardo und Grosjean, Russell, Stroll, Carlos Sainz Jr. und Nico Hülkenberg. Butler und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Und genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem Rennen aus Kanada. Endlich wieder Renntag, endlich wieder Formel 1 bei mir auf meinem Kanal. Ja, gehen wir direkt rein. Wir starten zum ersten Mal wieder, oder seit langer Zeit wieder aus der ersten Reihe. Und da wollen wir dann am Ende auch hin. Saison Nummer 7, auf geht's. So, aber erstmal die Einführungsrunde. Also die Reifen ein bisschen warm machen. So. Aber das heute hinkriegen, auch heute Abend endlich wieder auf Formel 1 bei mir, also nicht auf meinem Kanal, das haben wir ja gestern schon, sondern heute gibt's auf dem Kanal der Maximum Speed Formula One League, also unsere Sonntagsliga, weiter. Müssen wir mal gucken, den Kanal, und dann einfach mal abonnieren. Und da seht ihr dann irgendwann hoffentlich ein gutes Ergebnis. Ich hoffe, in den USA müssen wir fahren. Ich habe den Kalender jetzt gerade nicht im Kopf heute Abend. So, warte mal. Ich muss mal gerade was einstellen. Okay. Ja, kriegen wir hin. Steht soweit richtig. Also das, was hier so rummaust, ist die Katze von meiner Freundin. Also nicht wundern, falls man das irgendwie hört. Das passiert manchmal. So. Jetzt schauen wir uns in die Schalterstellung. Natürlich warten, bis sich jetzt alle nach und nach in die Startaufstellung stellen. Jetzt wollen hier auch die beiden Toro Rosso, die noch da irgendwo hinten stehen. Die man ja auch noch links auf der Karte. Sortieren sich jetzt gerade noch ein. Hier da unten steht Perez, rechts von uns steht Hamilton. Den Start haben wir übelst verwendet. Aber können wir es tatsächlich. Können wir durchsetzen? Können wir bleiben vorne? Ja. Der Vorteil ist, dass wir vorne bleiben können. So gerade noch durchgebissen durch die ersten Kurven.
Und Verstappen mit einem sensationellen Start. Ich hoffe, 6 oder 7 ist der jetzt da vorne gefahren auf Platz 2. Und wir versuchen es natürlich jetzt wieder abzusetzen, da vom Rest des Feldes, vor allem von Verstappen. Herr Perez ist weit zurückgefahren, 4 glaube ich mittlerweile, 4 oder 5. Müsste 4 sein. Kann ich jetzt aber nicht gerade gucken, ich meine der rosa Punkt ist auf Platz 4. Also eine Position verloren, aber wieder fast ab mit einem Bombenstart auf jeden Fall. Aber wir konnten es Gott sei Dank behaupten vorne und können vorne wegziehen. So, ich war mal ein bisschen näher. Das brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Kommen jetzt gerade so weg. Und die erste Runde ist schon mal, dass wir relativ gut wegkommen. Schon fast 3 Sekunden jetzt weg von Verstappen. Und Perez hat sich jetzt hier mitten gekrallt. Ach, 10 Runden stehen uns heute an. Wir sind jetzt gerade in der Runde 3. Oder Verstappen kann sich jetzt auch nicht absetzen. Von Sergio Perez, der macht ja jetzt nämlich Jagd auf uns. Also das Thema hier ist noch nicht überstanden. Wir müssen vor allem ein bisschen erst sparen. Das versuche ich jetzt gerade wieder ein bisschen. So, dann gehe ich einfach hoch, wieder auf Vettel. Vettel auf jeden Fall deutlich langsamer. Also wieder ein Problem beim Ferrari. So, dann versuche ich jetzt gerade mal wieder ein bisschen erst hochzuschrauben, dass ich da ein bisschen wegkomme. Das ist immer so ein bisschen, ich muss mich ein bisschen managen. Hier die berühmte World of Champions. Aber jetzt möchte ich aufpassen, dass wir nicht zu sehr über die Helikopterräubern so ausgehebelt werden. So, Bestzeit auf jeden Fall, Victor. Ja, das hat sich aber jetzt schon wieder erledigt, weil Verstappen schon wieder so eine Zeit gesetzt hat. Würde ich mir aber gerne zurückholen, die Runde. Ich habe immer wieder so kleine leichte Quersteher mit drin, das ist überhaupt, gefällt mir auch überhaupt nicht. Ich versuche mal wieder ein bisschen Gas zu geben, dass ich ein bisschen wegkomme vielleicht. Sind 2 neue Bestzeit. So eine kleine Gruppe, ich glaube Perez und die beiden Mercedes sind da irgendwo mit drin involviert. Oh, Bottas scheinbar gut durchgekommen. Ich versuche jetzt gerade nochmal eine Zeit zu sitzen, so eine schnellste Runde. Ah, ich muss wieder erst sparen, weil das Ding jetzt gleich leer. Wird leider keine Meldung jetzt gerade, was die Zwischenzeiten betrifft. Also der ist das die schlief gleich leer. Ich krieg's jetzt wahrscheinlich immer noch ein bisschen aufgefüllt durch die Bremsen. So, ich setze jetzt wieder auf Mittel. Mediums. Gibt uns jetzt gleich die gelben. Hm.
haben jetzt ein bisschen Benzin wieder raushauen. Stand hat sich aber auch nichts getan. Verstappen bei den 2,9 Sekunden. Ja, jetzt sind wir uns bei den Mercedes vorher an den beiden Racing Point. Hamilton, Bottas und Perez und Magnussen. Das erste Drittel des Rennens haben wir schon rum. 6 von 18 Runden. Also hier, wie gesagt, der 7. Saisonsieg ist noch nicht in trockenen Tüchern. Alle Rennen werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Dann kommen wir 6. Ich komme jetzt wieder ein bisschen weg von Hamilton. Von Verstappen. Jetzt immer gleich auf jeden Fall auch in die Box, das ist klar. Das ist gar nicht, was in meine Box mir eingegeben hat. 7 Runde, 7 bis 12. Auf Medium, okay. Das sind noch 11 Runden. So. 30% haben die Reifen drauf. Aber wir werden noch. Wir freuen uns mal zu viel mit den Mediums. Wo die 50% haben, ne? Das ist jetzt in der Box. Also wir gehen danach die Runde auf jeden Fall. Wir müssen. Weil die Reifen schon fast durch sind. Ich merke gerade, weil ich dann gleich Quersteher drin hatte. Ja, ja, schon klar. Ja, ich muss rein in die Box. Nach der Runde. Das ist klar. Sonst ist es zu viel. Das ist so gut, die Runde ist nicht lang. 5,8 Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Aber es geht eigentlich rein gegen Verstappen. Das heißt, jetzt in die Box auf jeden Fall runter mit den genutzten Mediums. Ja, mit den abgenutzten Soft. Und rauf mit den neuen Medium. Hamilton führt jetzt und da kommen jetzt gleich noch die Alpha. Das könnte aber knapp werden gegen die. Ricciardo und Norris, ja, die beiden sind hintereinander. Und das war wichtig, dass ich davor rauskomme. Also kann ich jetzt irgendwie Gas geben.
Oh, oh, ich muss mich ein bisschen konzentrieren jetzt gerade. Keanu, schon war mal richtig Zeit verloren. Und Hamilton muss auf jeden Fall nochmal rein. Ja, die waren beide noch nicht. Die Alpha wieder gegen Ricciardo. Das hat bei Monaco auch schon. So, jetzt kommen wir zum Sieg. Hamilton jetzt auch in der Box. Das ist gut. Der schön im Verkehr rauskommt. Ich glaube, der hat ein bisschen Pech und genau den, schon den Haas vor sich. Ja, er kämpft zumindest damit. Das ist auch gut für uns. Gleich in Runde 11. Albon raus. Der steht hier vorne. Da steht er. Oh, ist in die Wand eingeschlagen, oder was? Okay, clear. So lange Verstappen den schon gegen Norris kämpft, ist das für uns gut, weil dann fällt er nämlich weiter zurück. Ich spare mir jetzt auch ein bisschen RS noch. Hamilton holt sich eine Bestzeit. So viel zum Thema dazu. Und Vettel mit dem Fall schon zur Runde. Gut, das ist nicht reich, um die Hotlap zu die Schnitzrunde zu setzen. Nee.
Aber ich will mir das Ding holen. Hamilton hat sich jetzt sehr weit Verstappen geholt. Also der kommt auf jeden Fall wieder zurück. Jawohl, Hammer. Kurz mal im Gekuntert die Zeit. Wir haben noch 4 Runden, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Langsam kommen die mir auch ein bisschen sehr nah. Wie viel haben wir nicht mehr. Aber ich kann jetzt versuchen, ein bisschen wegzukommen mit dem Fettgemisch. Ein bisschen absetzen von dem Rest. Diese konzentrieren 3 Runden haben wir noch. Das kriegen wir mal hin. Komm. Solange sich Hamilton und Verstappen da hinten ein bisschen in die Haare kriegen, kann ich mir hier vorne ein bisschen absitzen. Kann ich ein bisschen beruhigter das Rennen angehen. Vorsicht nicht an die Wand da irgendwie anklatschen. So, jetzt geht's gleich in Runde 17, also vorletzte Runde. Sind wir jetzt in der vorletzten. So, also wir runden momentan gar nicht zu denken, dafür ist der Abstand nicht groß genug, aber wir machen uns jetzt auf, wie gesagt, gleich in die Richtung letzte Runde. Also vorletzte ist es jetzt so.
So. Ja, mal noch anbremsen hier. Letzte Runde. Haben wir noch genug ERS, theoretisch. Also raushauen mit dem Sprit. Und schön und dann nochmal ein bisschen pushen. Wirklich das ganze Ding nochmal nur mal sicher gehen. So, packt sich zusammen tatsächlich noch den Hamilton und Platz 2 wäre mir sogar lieber. Wird aber nicht passieren. Oder? Wir haben unser Rennen gewonnen. Sauber. Rennen Nummer 7, auch gewonnen. Großartige Leistung von McLaren, was für ein überzeugender Sieg. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, Sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Ja, Verstappen konnte den Hamilton nicht mehr packen. Aber Gott sei Dank, souveräner Sieg. Ein souveräner Sieg da vorne. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat so gut wie keine Fehler gemacht, das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Der aktuell Führende der Meisterschaft hält die Position, aber der Abstand wird kleiner. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Gut. Dann haben wir das Thema durch und dann geht's nächste Woche nach Frankreich. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Oh oh. Wie geht es Ihnen nach diesem Sieg? Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Ja, genau. Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Ja. Klasse, das war dann alles. So. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Aber du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Gut.
nichts dran, wie gesagt, ist Frankreich. Ja, naja, bis dahin. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.